Heute ist Professorin Claudia Kempfert bei uns im Interview. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW Berlin und ich stelle ihr Fragen zur DIY-Energiewende, zur Energiekrise und auch zum Lobbyismus. Ja, starten wir los. Einem Video hatte Andi ja eine DIW-Studie vorgestellt zum Thema Stromversorgung auch ohne russische Energielieferungen und die ist auf viel Resonanz gestoßen, auch emotionale Resonanz. Und ja, da wurde zum Beispiel auch die Kritik entgegengebracht, wieso nur der Stromsektor betrachtet worden ist und nicht die komplette Primärenergieversorgung. Und da wollten wir so ein bisschen fragen, ob wir vielleicht anhand dieser Studien, ob Sie dann erklären könnten, wie das wissenschaftliche Arbeiten bei Ihnen am DIW funktioniert. Ja, also wir arbeiten sehr stark mit Modellen, Computermodellen, die sich entweder ausrichten auf den Strommarkt in Deutschland oder in Europa, wo aber auch eben andere Sektoren mit berücksichtigt werden. Also der Strombedarf beispielsweise auch für die Wärmewende und auch für die Verkehrswende. Oder wir haben verschiedene andere Modelle, zum Beispiel auch für den Gasmarkt, den europäischen und den globalen Gasmarkt, die globalen Ölmärkte und auch verschiedene andere Modelle, beispielsweise auch für den Handel von CO2-Emissionen. Stichwort ist hier Carbon Capture and Storage, wo man dann einzelne Pipelines auch abbildet und diese dann modelliert. Es sind sehr unterschiedliche Modelle, aber einige greifen auch ineinander, zum Beispiel Multimod, wo man dann diese Modelle nutzt, anwendet, auf aktuelle Zahlen kalibriert und dann simuliert, wie der Strommarkt sich entwickelt, wenn jetzt mehr erneuerbare Energien im System drin sind und welche Komponenten dann da eine Rolle spielen. Das simulieren wir, das dauert dann auch mal eine gewisse Zeit. Es sind sehr große Modelle, die dauern auch lange, bis sie dann durchlaufen. Und diese Ergebnisse weisen wir dann aus, angewendet auf verschiedene Fragestellungen, die uns dann interessieren. In diesem Fall, wenn russisches Erdgas beispielsweise wegbricht, haben wir schon mal eine Studie gemacht im Jahre 2014 für den gesamten europäischen Markt und aktuell jetzt auf den Strommarkt konzentriert. Was heißt das jetzt, wenn wir den Kohleausstieg trotzdem beibehalten wollen? Wie stark werden die Kraftwerke ausgelastet in den nächsten Jahren, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Mengen erneuerbare Energien hinzukommen und wenn wir eben kein Gas mehr aus Russland bekommen oder Kohle? Und das simulieren wir anhand von Modellen und weisen die Ergebnisse dann aus. Ja, und in dieser einen Studie wurde halt der Stromsektor betrachtet. Also es kam zumindest die Kritik, dass die Gasversorgung, wenn die zusammenbricht, ja zuerst die Industrie betroffen wäre. Und die Kritik lautete irgendwie, das wurde ja nicht betrachtet. Oder ist das falsch? Wir haben das sehr, sehr dezidiert betrachtet, insbesondere weil wir ja auch alle Pipelines, alle Ressourcen angeguckt haben im Gasmodell und festgestellt haben, dass wir Gasbezüge aus anderen Ländern beziehen können und diese dann auch entsprechend berücksichtigen und dies in das Modell haben einfließen lassen, welche Kapazitäten da möglich sind. Und das betrifft ja dann insbesondere die Industrie, ob sie eben ausreichend Gas zur Verfügung hat. In der Strommodelluntersuchung ging es ja darum, wenn jetzt weniger Gas genutzt wird, dass man eben dann auch entsprechend anschaut. Das war in der Studie tatsächlich der Fokus. Was heißt das für die Stromerzeugungskapazitäten, wenn Gas wegbricht, beziehungsweise wenn wir da weniger Gas nutzen. In einer anderen Studie weisen wir aber nach, dass wir auch Gas beziehen können. Da haben wir uns in der Tat auch auf die Industrie konzentriert, damit dort auch simuliert werden kann, wenn jetzt bestimmte Stränge wegbrechen, aber andere hinzukommen, was das eben dann für die Gasversorgung insgesamt bedeutet. Ja, ich wollte auch nur mal so ein bisschen darauf eingehen, auf die Kritik, die dann oft oder die Kommentare, die auch so unter dem Video stehen. Manche Sachen, ja, die betreffen ja auch uns. Also zum Beispiel ein Kommentar lautete, wie viel Kohle, also Geld, hast du jetzt, Andi, für dieses Video bekommen? Und da wird auch das DIW so ein bisschen als Lobbyvereinigung manchmal, ja, muss man schon ein bisschen sagen, oder bezeichnet. Wie gehen Sie mit so, ja, mit solchen Kommentaren um? Ja, es ist eben so, dass gerade wir jetzt auch am DIW, wir sind ein durch deutsche Steuergelder finanziertes öffentliches Institut. Wir machen Grundlagenforschung, werden da von niemandem für bezahlt, bestimmte Erkenntnisse zu bekommen, sondern das ist reine Grundlagenforschung. Und diese Grundlagenforschung ist eben auch in Deutschland ein großes, hohes Gut, was uns hier sehr wichtig ist, dass bestimmte Kommentare gemacht werden, insbesondere von Lobbyisten, die da bestimmte Interessen dahinter haben. Das kennen wir zur Genüge.
weil hier auch politische Interessen im Hintergrund sind, weil Wirtschaftsinteressen im Hintergrund sind. Und die werden immer genutzt und auch ausgespielt, um bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse zu kommentieren, oftmals auch zu diskreditieren. Das gehört leider in der jüngsten Zeit immer mehr dazu, in den letzten Jahren, wo dann eben auch die Diskreditierung von wissenschaftlichen Ergebnissen genutzt wird, um entsprechend auch dann den Eindruck zu erwecken, wir würden da bestimmte Erkenntnisse nicht berücksichtigen. Aber das ist nicht richtig, sondern wir arbeiten anhand von bestimmten sehr transparenten Annahmen und Modellen und können da auch nicht auf jeden lobbygetriebenen oder interessengetriebenen Kommentar eingehen. Wenn da tatsächlich auch Fragen dahinter sind, ist das in Ordnung. Aber die grundsätzliche Kommentierung von jedem Kommentar, das geht dann auch zu weit. Und wenn Sie solche Studien machen, also nochmal der Schritt zurück, vorhin haben Sie auch mit den computergestützten Modellen davon gesprochen, sind dafür Supercomputer notwendig oder reicht da so eine normale Hardware für aus? Ja, wir hätten gern Supercomputer, da haben wir leider nicht das Geld dafür. Das ist eben deutsches Steuergeld, was da reinfließt. Nein, das haben wir nicht. Wir haben normale Computer, eben schon sehr leistungsstarke Computer. Wir müssen auch dazu sagen, es ist oftmals, die meisten Modelle sind Open Source, die kann auch jeder nachrechnen, die wir hier nutzen. Und wir arbeiten im Forschungsverbund, insbesondere mit der TU Berlin, mit dieser Studie jetzt konkret zusammen. Aber wir haben auch eigene Modelle, die man im Internet finden kann, die wir auf unserer Webseite veröffentlichen, Open Source, da findet jeder die Daten, die Annahmen und auch die Simulationen, die dahinter stehen. Oh, und dann kann man richtig aktiv mitmachen? Ja. Ach, super. Und zum Beispiel bei der DIW-Studie, von der ich vorhin gesprochen hatte, wie viele Wissenschaftler sind da ungefähr beteiligt? Ja, da muss ich jetzt auch nachzählen. Also es ist immer ein Forschungsverbund. Wir sind da eine große Familie mit der TU Berlin, bei uns im Institut oder auch andere Institute, die da mitmachen. In dem Fall müsste ich jetzt auch durchzählen. Ich hoffe, ich habe es nicht mehr vergessen. Waren es 6 an der Zahl, die dann aktiv einerseits Modellierung gemacht haben, andere dann auch in dem Schreibprozess mitarbeiten. Das ist immer Teamarbeit. Wir arbeiten immer in großen Teams zusammen. Deswegen haben wir auch so eine lange Historie. Also ich bin selber jetzt knapp 20 Jahre am DIW, eine sehr lange Historie von Modellen, die wir entwickelt haben, auch weiterentwickelt haben, auch weiter pflegen. Die Hauptkonzentration geht derzeit auf die internationalen Energiemärkte in Europa, in Deutschland und auch international. Und die Gasmärkte, diese Modellierung machen wir auch schon seit über 15 Jahren. Deswegen können wir auch relativ schnell und sehr fundiert und auch sehr transparent diese Modellläufe machen und auch ausweisen. Ja, und zum Thema Gasembargo, da sagten Sie in einem Interview, dass ein Gasembargo in greifbarer Nähe sei. Und da wollte ich fragen, was heißt das? Greifbar? Wie nah ist es denn? Naja, also ich hab das so nicht gesagt, aber auch so nicht kommentiert. Ich glaube, das war ein Satz von Robert Habeck, der das vielleicht kommentiert hat. Wir selber sind ja nicht in den Verhandlungen dabei. Wir stellen nur Forschungsergebnisse zur Verfügung als Grundlagenforschung für dann auch den öffentlichen Prozess, damit jeder versteht, das auch einordnen kann und bestimmte Lobbyinteressen, die da im Moment ganz aktiv sind, die dann eben auch sehr hohe Entschädigungen haben möchten oder auch bestimmte Wirtschaftsinteressen da im Hintergrund stehen, um das einzuordnen. Insofern können wir das nicht beurteilen, ob es in greifbarer Nähe ist. Wir können nur sagen, es wäre machbar, es ist nicht trivial. Es basiert eben auf 3 wesentliche Säulen. Das erste ist Diversifikation, also Ausweichen, also sogenannte Assa-Formel, Ausweichen, Diversifikation der Gasbezüge. Das zweite ist Speichern, im Sommer jetzt die Speicher füllen, gerade die Gasspeicher und dann auch entsprechend die Sparen, dass man vor allen Dingen auch das Gas, die Gaseinsparungen hier im Vordergrund hat. Weniger Gas verbrauchen hilft da auf jeden Fall. Und der vierte Punkt ist das Ausbauen, nämlich die erneuerbaren Energien, die dringend einen Booster benötigen, damit wir wegkommen eben von den fossilen Energien. Ja, und wenn man die Gasspeicher füllt, also zu dem zweiten Punkt, den Sie eben meinten, dann müsste man die doch jetzt noch mit russischem Gas füllen, oder? Das macht Russland derzeit ja nicht. Also insofern geht es gar nicht. Wir haben ja Speicher in russischer Hand, der in Reden, der noch immer leer ist.
aber gefüllt werden müsste, eigentlich schon längst hätte gefüllt werden müssen. Deswegen muss man da Zugriff drauf haben, um dann aus anderen Quellen Gas zu beziehen. Das geht ja im Moment gerade nicht, dass man jetzt im großen Stil das füllt mit russischem Gas. Dazu müssten mehr Mengen geliefert werden. Das passiert nicht. Und die Speicher werden kontrolliert von russischen Unternehmen, die das auch nicht wollen. Und das ist strategisches Marktinteresse, was im Moment stattfindet. Deswegen muss man da Zugriff drauf haben und dann auch mit anderem Gas beliefern und das auch einspeichern. Ja, jetzt hatte Robert Habeck ja auch neue Gasverträge mit Katar abgeschlossen und es werden neue LNG-Terminals gebaut. Da ist so ein bisschen die Frage, ob man sich jetzt nicht, also ich hatte auch von Wirtschaftsexperte Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe, der sagt, wir laufen Gefahr, nur den Dealer zu tauschen. Anstatt konsequent auf Energieeinsparungen und Erneuerbare zu setzen, schlittern wir in die nächste fossile Abhängigkeit. Das war so ein bisschen die Frage jetzt mit diesen neu abgeschlossenen Verträgen mit Katar oder auch mit den Terminals, die gebaut werden, ob man dann einfach nur, ja, den Dealer tauscht. Ja, die Gefahr ist so ein bisschen da, insbesondere weil wir auch wissen, dass Katar jetzt nicht nur aus der Wertediskussion heraus natürlich problematisch ist, aber vor allen Dingen interessiert es an sehr langfristigen Lieferverträgen. Wenn man heute solche Terminals baut, baut man die für 20, 25 Jahre, die festen Terminals zumindest. Und das ist eine sogenannte Carbon Lock-in, der hochproblematisch ist, den wir heute auch nicht brauchen und auch nicht machen sollten. Das sollte man besser jetzt kurzfristig auf schwimmende LNG-Terminals setzen. Die sind dann aber in ein, zwei Jahren wieder weg. In dieser Zeit sollten wir alles dran setzen, um die erneuerbaren Energien schneller auszubauen und auch mehr Gas einzusparen. Denn das sind die beiden wesentlichen Komponenten, die jetzt wichtig sind. Und wenn uns das gelingt, dann müssen wir auch nicht solche langfristigen Verträge abschließen. Die sehen wir genauso kritisch. Wir haben auch in der Vergangenheit immer gewarnt, sowohl vor Nord Stream 1 Pipeline als auch vor der Nord Stream 2 Pipeline. Das sind ja auch Stranded Investments. Bei Nord Stream 2 ist es jetzt nun auch sehr sichtbar, aber ähnlich droht es dann mit den Flüssiggasterminals zu werden, dass man da wieder Abhängigkeiten schafft, die wir dann langfristig auf jeden Fall nicht brauchen. Und dann würde es ja langfristig, wäre das Geld doch irgendwie auch ja falsch investiert, oder? Man investiert in die Terminals statt in die erneuerbaren Energien, die ja vor allen Dingen langfristig auch Geld einsparen würden. Genau, also man investiert auch noch in die fossile Infrastrukturen, die wir langfristig nicht brauchen. Insofern ist das in der Tat problematisch. Es wäre besser, man würde das kostbare Geld nutzen für den Ausbau der erneuerbaren Energien und für das konsequente Energiesparen. Das heißt aber so grundsätzlich für eine Übergangslösung haben Sie nichts gegen die Terminals. Sehr kurzfristig, also wir bezahlen eben den Preis der verschleppten Energiewende. Sehr kurzfristig müssen wir ja Gas auch importieren, Flüssiggas. Das können wir aber auch über existierende Infrastrukturen in Belgien und Holland machen und dann eben temporär über diese schwimmenden flüssigen Terminals. Aber die festen sind eben dann tatsächlich für die nächsten Jahrzehnte sogenannte Carbon Lock-ins, die hochproblematisch sind. Und da müssen wir vom wegkommen. Jetzt muss es darum gehen, dass man wirklich Energie einspart und gerade im Heizungsbereich, da wird ja ein Großteil des Gases genutzt, umstellt mit energetischer Gebäudesanierung, mit Wärmepumpe und alle anderen Technologien, also weg von fossiler Energie. Das Zweite ist die Industrie, die dann auch umstellen muss, eben auch weg vom fossilen Erdgas in Richtung beispielsweise auch Wärmepumpen oder andere Technologien oder auch grünen Wasserstoff. Und dafür könnte man heute eine Infrastruktur bauen, die eher sinnvoller wäre, weil wir die tatsächlich brauchen, auch eher im Zuge einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, wo wir ja hingehen werden. Ja, Sie haben gerade das Stichwort Wasserstoff schon genannt. Das ganz berühmte Zitat von Ihnen, Wasserstoff ist der Champagner der Energieträger. Das heißt, Sie sehen schon Einsatzzwecke für Wasserstoff. Ja, es gibt Einsatzzwecke für Wasserstoff, für grünen Wasserstoff, das muss man immer dazu sagen, der auch wirklich mit Ökoenergien hergestellt wird, weil alle anderen Farben verschleiern nur, dass es entweder andere Umweltprobleme gibt, Stichwort Atom, oder dass mehr Emissionen ausgestoßen werden, wenn man beispielsweise dafür fossiles Erdgas nutzt, um das herzustellen, produziert man ja wieder Emissionen bei der Produktion und auch bei der Umwandlung. Wasserstoff muss hergestellt werden, dafür braucht man hohe Mengen an Energie, auch Ökostrom. Da gehen ja in dem ganzen Prozess dann 3 bis 5 Mal so viel Ökostrom verloren. Deswegen ist er kostbar, muss hergestellt werden und nur etwas für besondere
besondere Anlässe, deswegen Champagner der Energieträger und sollte nur da zum Einsatz kommen, wo wir eben keine direkte elektrische Alternative haben, wie beispielsweise mit der Wärmepumpe im Gebäudebereich, wie mit der Elektromobilität, wo man dann den Strom direkt nutzt, weil nur das ist wirklich effizient und eben nicht über bestimmte Umwandlungsprozesse dann noch so viel Strom im Umwandlungsprozess verliert. Das ist genau die Gefahr dahinter, die man vermeiden muss und auch vermeiden sollte. Deswegen hat der Wasserstoff hat seine Daseinsberechtigung, wenn er dann wirklich auch ökologisch zertifiziert ist und wenn er nur da eingesetzt ist, wo er wirklich benötigt wird. Das ist in erster Linie in der Schwerindustrie, im Schwerlastbereich wahrscheinlich und im Flugverkehr und auch im Schiffsverkehr teilweise. Und da es ja aber trotz allem immer noch in Diskussion ist, mit Wasserstoff zu heizen oder auch Autos zu betanken, beschäftigt sich das DEW damit, wie teuer dann irgendwann eine Tankladung wird? Also ich meine, man kann ja sagen, ja, okay, dann tanken wir unsere Autos mit Wasserstoff, aber was zahlen wir denn dann dafür? Na, zum einen, wir haben uns im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen unter meiner Federführung im Rahmen eines Sondergutachtens damit beschäftigt, weil die Herstellung von Wasserstoff mit Ökoenergien ist dann enorm teuer. Man darf auch nicht vergessen, wenn man es einsetzen will für die Wärme oder auch für den Verkehrssektor, dafür benötigt man wieder eine eigene Infrastruktur, eigene Pipelines und auch die Produktionsprozesse. Das ist gigantisch teuer. Das sind Kostendimensionen, die sind mindestens 5 bis 8 Mal so teuer, als wenn man den Ökostrom direkt nutzen würde, wenn nicht sogar noch darüber hinaus. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein und auch die Mengen, die man dann produziert, dann auch mit dem Ökostrom, das ist richtig, dass der dann ja preiswert wird. Aber der Produktionsprozess ist einfach dann energieaufwendig und teuer. Deswegen sollte man da auch wirklich Prioritäten setzen und jetzt nicht so tun, als wäre Wasserstoff das neue Öl. Wasserstoff ist eher der Champagner unter den Energieträgern. Man kann ihn und sollte ihn auch nutzen. Er kann auch als Speicher für Ökostrom dienen, aber eben nur etwas für die Bereiche, wo es nicht elektrisch geht. Genau, aber das heißt, es wurde jetzt noch nicht konkret ausgerechnet. Wir tanken jetzt unser Auto 40 Liter voll und zahlen, ja, weil Spritpreise sind ja ein sensibles Thema, dann zahlt man aktuell vielleicht 90 Euro für eine Tankladung, aber mit Wasserstoff könnte es locker das Dreifache erreichen. Solche konkreten Rechnungen gibt es noch nicht. Naja, es gibt Berechnungen, wie teuer grüner Wasserstoff ist und der ist eben in der Tat nochmal 3 bis 5 Mal so teuer, als jetzt, wenn man Benzin oder Diesel direkt tankt. Es kommt also mal darauf an, was für ein Fahrzeug man hat. Man hat die Infrastruktur noch nicht mit eingerechnet, den gesamten Ausbau. Also die Wasserstoffgesellschaft wird ja seit den 80er Jahren ausgerufen und dann gab es irgendwie in der Vergangenheit 3 Tankstellen. Das müsste alles hinzugebaut werden. Das dauert ewig lang. In der Zeit können wir problemlos ganz viele Elektroautos kaufen und auch fahren, weil die sind da. Und es ist dann auch nochmal 3 bis 5 Mal so teuer. Im Übrigen ist das Elektroauto ja heute schon ein Drittel billiger als Benzin und Diesel, derzeit sogar noch sehr viel billiger. Und von diesen Schwankungen hängt das natürlich ab. Aber das ist eindeutig die Kostenrechnung, die man heute auch bestätigen kann. Ja, und es wäre auch an sich die Frage mit der Spritpreisbremse. Was sagen Sie eigentlich als Wirtschaftswissenschaftlerin dazu? Ist das nicht eine extreme Marktverzerrung? Ja, der Tankrabatt ist ökonomisch und ökologisch unsinnig. Er ist eine Katastrophe, weil man bezuschusst jetzt auch noch mittels einer umwelt- und klimaschädlichen Subvention das Tanken, was wir eher durch Preiseffekte eher eine Lenkungswirkung in Richtung weniger tanken wollen. Wir müssen sogar noch mehr Öl dann aus Russland importieren, bezahlen auch noch den teuren Krieg auch noch indirekt mit. Also es ist auf jeder Ebene eine Katastrophe. Besser wäre, man würde den Umstieg hin zu mehr Elektromobilität bezuschussen und auch wirklich nur dann zielgerichtet den Haushalten helfen, die es tatsächlich braucht, die jetzt auch wirklich leiden unter den hohen Benzinpreisen, die dann auch wirklich zu bezuschussen. Aber dieses Gießkannenprinzip ist wahnsinnig teuer und ökologisch ineffizient. Das heißt, diese 300 Euro, die es demnächst gibt, die halten Sie grundsätzlich für ganz gut? Ja, ein Pro-Kopf-Klimageld ist grundsätzlich gut. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es reicht nicht aus, weil man braucht schon noch auch mehr Geld. Es sind ja in der Tat die Niedrigeinkommensbezieher, die jetzt sehr stark belastet sind unter den hohen fossilen Energiepreisen. Also wir zahlen ja den Preis der verschleppten Energiewende, die dann auch zielgerichtet zu helfen, denen zu helfen, ist sinnvoll. Eine Pro-Kopf-Rückerstattung ist grundsätzlich auch sinnvoll, aber man wird noch mehr zahlen müssen, gerade für die Niedrigeinkommensbezieher.
Ja, und jetzt gibt es ja das 9-Euro-Ticket. Das heißt, ja, da habe ich mich auch schon gefragt, wäre es für den Staat nicht eigentlich günstiger gewesen, auf diese 9 € letztlich auch noch so zu verzichten und den öffentlichen Nahverkehr einfach unentgeltlich nutzbar zu machen? Ich glaube, durch Bürokratie und so weiter fällt doch am Ende mehr Kosten als Nutzen an. Oder wie sehen Sie das? Ja, also grundsätzlich finde ich schon besser, dass man den ÖPNV und hier den Regionalverkehr unterstützt und da auch Anreize schafft. Man sieht ja, dass die Nachfrage sofort explodiert, wenn die Preise runtergehen. Aber in der Tat, auch das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es wäre richtig und wichtig, dass man insgesamt den ÖPNV sehr viel stärker stärkt und ihn auch preiswerter macht. Also was die Österreicher machen beispielsweise mit dem 1-Euro-Ticket pro Tag, wäre eine Alternative jetzt auch dauerhaft, damit man wirklich die Menschen auch dazu bewegt, dass sie öffentlichen Personennahverkehr und Schienenverkehr nutzen. Das ginge, aber dazu muss dann auch müssen die Züge ausgestattet werden, muss mehr passieren. Der Schienenverkehr insgesamt muss sehr viel stärker unterstützt werden, weil da ist ja tatsächlich auch, liegt es im Argen, der Schienenverkehr wurde sträflich vernachlässigt in den letzten Jahrzehnten. Und da muss man wieder aufholen. Also in der Tat sollte man jetzt hier auch keine Strohfeuer machen. Man sieht ja, dass die Nachfrage explodiert, aber man weiß dann auch, es geht anders und es geht besser. Und das wäre ein dringendes Plädoyer, das zu verstetigen, dauerhaft preiswerter zu machen, aber auch deutlich mehr zu unterstützen und auf Tankrabatte und jegliche fossile Subventionen zu verzichten. Das Geld wäre dann ja da, um den Schienenverkehr zu stärken. Ja, Sie erwähnten ja vorhin schon die DIW-Studie von 2014, wo Sie auch schon vor den fossilen Abhängigkeiten gewarnt hatten. Ich vermute, dass das genau der Zeitraum war. Zumindest habe ich ja auch gelesen, dass Sie schon vor über 7 Jahren davor gewarnt haben, dass wir uns zu sehr abhängig machen von Russland. Und ja. Das ist in der Tat auch schon sehr viel länger her, vor über 15 Jahren. Ich habe neulich mal spaßeshalber mein erstes Buch mal gelesen aus 2008, wo ich ein ganzes Kapitel zu Russland habe. Wenn man das heute liest, kann man nur sagen, okay, das ist leider, hat sich leider, leider alles bewahrheitet. Und davor auch schon. Also grundsätzlich die Abhängigkeiten von fossilen Energien ist ja kein neues Kapitel. Erste und zweite Ölpreiskrise, aber in der Tat seit über 20 Jahren warne ich sehr intensiv vor fossilen Abhängigkeiten, insbesondere auch vor Russland. Und dass sich das jetzt so schrecklich bewahrheitet, ist natürlich hochproblematisch. Und Sie haben aber trotzdem auch teilweise schon sehr hohe Ämter, haben Sie immer noch inne oder auch schon inne gehabt. Sie waren ja auch Sachverständigenrat für Umweltfragen beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Sie waren unter anderem Beraterin des EU-Präsidenten José Manuel Barroso und im Schattenkabinett von Norbert Röttgen als Energieministerin von NRW. Und dann am Ende fragt man sich aber dann trotzdem, okay, Sie haben ganz viel gewarnt, es wurde aber nicht gehört. Zumindest macht es den Eindruck. Und ja, erstmal ist die Frage, warum eigentlich wurde das nicht gehört? Ist der Lobbyismus dann doch zu stark? Und das andere ist auch so ein bisschen auf Ihrer persönlichen Ebene. Fühlen Sie sich da nicht auch manchmal wie betäubt? Ja, also erstmal im Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU, bin ich immer noch. Das ist die zweite Amtszeit. Und da erstellen wir auch regelmäßig Studien, wie jetzt eben jüngst auch zum Wasserstoff. Und in der Tat, man warnt, aber die Rolle der Wissenschaft ist ja nur, Erkenntnisse aufzuzeigen und zu warnen. Und die Erkenntnisse aufzuzeigen und zu warnen, das habe ich nun sehr, sehr lange gemacht. Was die Politik daraus macht, liegt ja nicht in unserem Einflussbereich. Das hängt eben auch von politischen Konstellationen ab, von deren Interessen. Warum ist das nicht passiert? Klar, der Lobbyismus war sehr stark. Dann geht es auch darum, Wissenschaft gezielt zu diskreditieren, also anzuzweifeln. Das hatten Sie ja eben auch schon in einer Frage. Wenn da Kommentare kommen, fühlt man sich da irritiert. Und das ist Teil des Spiels. Das gehört dazu, dass dann eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse in Zweifel gezogen werden. Sogenannte Merchants of Doubt, hat Naomi Oreskes ein sehr gutes Buch geschrieben. Zweifel zu sehen gehört zum Geschäft. Und das gehört dazu, dass man immer wieder sieht, dass eben dann auch wissenschaftliche Erkenntnisse angezweifelt werden von bestimmten Lobby-Interessengruppen, die das sehr genau machen und auch sehr effektiv machen. Und dann wird eben nicht gehandelt, auch politisch nicht gehandelt. Es gibt dann andere Studien, auch andere Gutachten. Und die Glaubwürdigkeit wird dann absichtlich geschmälert. Und das gehört ganz sicher auch dazu, immer wieder auch dazu. Und das ist auch ein Grund, warum eben politisch so wenig passiert ist oder eben nicht genug passiert ist. Also ich persönlich nehme das so wahr wie heute auch. Also man wundert sich dann immer wieder, aber heute nehme ich es schon auch wahr, dass jetzt politisch
sich die Konstellationen ja geändert haben und ob man auch sehr viel mehr macht, auch willens ist und auch gewillt ist, auch aufgrund der Tatsache, dass wir da jetzt auch bestimmte Entscheidungsträger haben, die da mehr auch in dieser Richtung machen wollen. Und da passiert, denke ich, auch deutlich mehr als früher. Insofern tut sich da zumindest so ein kleines Fenster der Möglichkeiten auf, die wir vorher, was es vorher so nicht gab. Ja, und dadurch, dass Sie ja auch noch an der Leuphana-Universität in Lüneburg dozieren, haben Sie ja vielleicht noch den Draht auch zur jüngeren Generation, auch nochmal sprich Fridays for Future, oder? Ja, also ich bin im engen Austausch mit Studierenden sowieso, wenn man unterrichtet, das tue ich ja die ganze Zeit, aber auch durch Fridays for Future. Ich bin auch Teil von Scientists for Future, wo wir regelmäßig Austausch haben, auch mit der jüngeren Generation, die zu Recht anmahnt, dass mehr passiert werden muss. Ohne die Fridays for Future hätten wir diese öffentliche Diskussion ja auch gar nicht in dem Fokus, wären bestimmte politische Konstellationen so gar nicht eingetreten. Also insofern hat sich da schon auch ein bisschen was getan und ich selber bin da auch im Austausch, ja. Ja, und an sich finde ich das auch interessant, dass Sie auf der einen Seite bei Anne Will auftreten oder auch jetzt bei uns. Vielen Dank nochmal. Und auf der Gerne. Anderen Seite aber irgendwie noch so ganz bodenständig normal in die Uni gehen. Klar, also das ist ja der Job der Wissenschaft, dass man in die Uni geht, beziehungsweise online Zoom und sich mit Studierenden da zu bestimmten Forschungsthemen austauscht, aber auch gleichzeitig bei uns im Team, was auch im Übrigen auch ein junges Team ist, das verjüngt sich ja auch. Ich begleite auch viele Doktorandinnen auch in unserem Team. Wir haben enge Forschungskooperationen zu den Unis, insbesondere zur TU Berlin oder auch andere. Insofern gehört das zum Wissenschaftsleben dazu, beides zu machen. Gleichzeitig auch Politikberatung durch die Tätigkeit am DIW, aber gleichzeitig eben auch Forschungserkenntnisse zu veröffentlichen, transparent zu machen, aber auch in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu veröffentlichen und gleichzeitig auch zu unterrichten, ja. Ja, wen meinten Sie, als Sie vorhin gesagt haben, in unserem Team? Und wir sind noch ein sehr junges Team. Ja, es sind viele junge WissenschaftlerInnen dabei, viele Doktorandinnen, aktuell sind es 9, jetzt kann ich die alle aufzählen, aber dann vergesse ich dann wieder einen, dann lasse ich das lieber. Nee, meinen Sie das jetzt an der Uni oder bei... Ja, genau, also wir arbeiten sehr eng, wir haben ein Graduate-Programm bei unserem DIW, genau, und die Doktorandinnen sind dann auch eine gewisse Zeit bei uns in der Abteilung, also am DIW, genau, das meinte ich am DIW, aber auch in Kooperation eben beispielsweise mit Unis, wo wir dann auch, wo ich auch Doktorarbeiten begleite, Masterarbeiten sowieso, Bachelorarbeiten, aber auch Doktorarbeiten, deswegen ist da regelmäßiger Austausch mit Studierenden, nicht nur in Berlin, Lüneburg oder auch anderen Universitäten. Ja, jetzt mache ich doch nochmal eben den Schritt zurück. Das ist nämlich jetzt ganz aktuell, dass es ja in Diskussion ist, ob diese Druzhba-Pipeline vom Embargo vielleicht ausgenommen wird. Das heißt, ja, ich hatte gelesen, ein Drittel der Gesamtlieferungen laufen darüber. Unter anderem würde dann auch Deutschland weiterhin darüber russisches Gas importieren. Ja, da geht es um Öl. Das ist die Druzhba-Pipeline, geht es tatsächlich um Öl in dem Fall. Das wird in Europa im Moment verhandelt, ob wir ein Ölembargo machen. Beim Gas ist man noch nicht so weit, aber beim Öl ist man jetzt in der Diskussion, dass man das machen will. Und da ist jetzt soll es eine Ausnahme geben, offensichtlich von der Druzhba-Pipeline, wo eben auch einzelne osteuropäische Länder dabei sind, die darüber versorgt werden, insbesondere auch Ungarn, Bulgarien und Tschechien und auch Deutschland und auch Polen. Also insofern sind wir ja schon diejenigen, die uns da eigentlich darauf vorbereitet haben, weil wir eben noch 12% des Öls aus Russland über diese Druzhba-Pipeline bekommen, was über Polen dann in Schwedt, in der Raffinerie Schwedt anlandet. Und da bereitet man sich ja darauf vor, dass man jetzt über, in Kooperation mit Polen, über Danzig oder Rostock verschiedene andere Häfen nicht mehr über die Druzhba-Pipeline importieren will. Andere europäische Staaten tun sich da jetzt sehr schwer, insbesondere Ungarn, und wollen da offensichtlich noch Ausnahmen erwirken. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn man jetzt ein Drittel der Öllieferungen trotzdem noch aus Russland bekommt, sondern dann muss man schon auch einheitlich machen, dass man dann wirklich darauf verzichtet, nicht aus Russland Gas importiert über gar keine Pipeline und entsprechend die Länder, die da noch spezielle Vorsorge treffen müssen, denen dabei hilft. Dann kann man dann über die Adria Routen gehen, über andere Routen, wo dann eben anstelle von russischem Öl anderes Öl dorthin importiert wird. Darum muss es letztendlich gehen, anders, sonst braucht man da kein EU-Embargo das nennen. Wenn man dann irgendwie ein Drittel ausnimmt, ist das aus meiner Sicht nicht so zielführend.
Ja, von einer Freundin von mir hatte ich auch gehört, dass ich, also weil sie aus Tschechien kommt, nehme ich jetzt das Beispiel Tschechien, dass sie dort gesagt hat, die Leute haben Angst, weil die keine Küste haben, dass sie sich dann wiederum abhängig machen würden, vielleicht sogar auch von Deutschland, dass wir dann das Gas oder Öl, was wir teuer einkaufen, noch teurer wieder exportieren. Ist die Angst berechtigt? Na, darum geht es ja jetzt im europäischen Kontext, dass man solche Sorgen nimmt und sich da gemeinschaftlich verabredet. Und anders als jetzt Russland sind natürlich europäische Handelspartner nicht solche, die das dann ausnutzen oder irgendwie komisch reagieren oder strategisch agieren, sondern das würde man im Vorhinein ja vereinbaren. Genau wie wir jetzt aus deutscher Sicht mit Polen eine Vereinbarung haben, dann Öl über Danzig zu importieren, geht das natürlich für andere Länder, die keine Küste haben, auch. Für Tschechien käme auch die Adria-Route über Ungarn in Frage, also dass man sich da verabredet, woher kommt das Öl dann, dass das auch entsprechend importiert wird und dann auch verabredet, dass es eben nicht da solche strategischen Interessen gibt. Das ist ja genau ein EU-Deal, den wir jetzt bräuchten. Und ich habe das vorhin so verstanden, als wir über Katar gesprochen hatten, dass für diese, also für das neue Gas dann aus Katar auch wieder eine neue Infrastruktur gebaut werden müsste. Das heißt, die, die wir haben, kann nicht nochmal genutzt werden. Vor allen Dingen auch Speicher. Na, es ist so, dass aus Katar würde ja fossiles Erdgas kommen. Dafür würde man ja einen solchen festen Terminal bauen wollen, festen Flüssiggasterminal, der dann eben über 20, 25 Jahre genutzt werden soll, weil Katar hat immer Interesse an langfristigen Lieferverträgen. Und diese Zeit ist problematisch. Aber dann nutzt man teilweise eben die existierende Infrastruktur und man muss noch Pipelines auch in Deutschland dann ausbauen, Gaspipelines. Deswegen sind das eben Lock-ins für eine zu verabschiedende Technologie. Wir wollen ja hin eher in Richtung grünen Wasserstoff oder E-Fuels. Und darauf muss man dann die Infrastruktur auch entsprechend ausrichten. Und das passiert eben nicht, wenn wir jetzt diese fossilen Lock-ins machen über fossiles Erdgas. Und sind Sie zufrieden mit dem Ausbau der Erneuerbaren oder finden Sie, dass an die Gaspipelines jetzt noch investiert, also zu viel investiert wird und zu wenig in die Erneuerbaren? Ja, eindeutig. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss viel schneller vorankommen. Da müssen wir einen Booster starten, sehr viel mehr machen in Richtung Ausbau erneuerbarer Energien. Das geht mir in der Tat zu langsam. Einzelne Bundesländer machen jetzt schon wieder mehr Windenergieabstandsregelungen. Die sollten wir eigentlich abschaffen überall. Bayern macht da zu wenig. Wir brauchen Solarenergie auf den ganzen Dächern. Wir haben auch hier den Bedarf, dass wir in Deutschland Wind und Solar selber herstellen. Auch da brauchen wir Boosterprogramme. Mir ist das Ganze derzeit zu sehr konzentriert auf vergangene Techniken, auf fossile Infrastrukturen, auf das, was wir nicht mehr brauchen, zu wenig ausgerichtet auf das, was wir brauchen. Ja, es gibt ein Osterpaket, ja, es werden Gesetze vorgegeben und so weiter, aber dieser ganze Prozess dauert jetzt sehr lange, mindestens ein Jahr. Wir müssen über die Beihilfegenehmigungen in Europa gehen, das dauert auch wieder, das verschleppt sich alles. Hier bräuchten wir wirklich ein Notfallprogramm, Ausbau erneuerbarer Energien und das vermisse ich. Ja, was man auch oft hört, ist, gerade so im privaten Umfeld, dann möchte man sich gerne eine Solaranlage aufs Dach bauen lassen, aber dann hat man das Problem, dass derzeit die Wechselrichter nicht lieferbar sind oder Fachkräftemangel und dann funktioniert das doch wieder alles nicht. Also steht da im Moment, ja, die Solarbranche wieder vor einem Problem. Ja, wir erleben eben jetzt die Konsequenzen der verschleppten Energiewende. Es wurde alles ausgebremst. Die Arbeitsplätze sind allesamt verloren gegangen. Die Handwerker wurden nicht ausreichend geschult. Es fehlen überall händeringend Fachkräfte und das hat man nicht ausreichend dafür vorgesorgt. Und das erleben wir jetzt im Moment. Deswegen auch die Forderung nach einem Boosterprogramm für all das, dass wir mehr Fachkräfte ausbilden, dass wir ein Boosterprogramm für den Ausbau von Windenergie und Solarenergie machen, um das entsprechend auch zu forcieren. Und da muss eben auch das Geld jetzt hineinfließen, nicht in fossile Infrastrukturen, sondern wirklich in diesen Bedarf und auch wieder Rahmenbedingungen schaffen, damit die Ansiedlungen in Deutschland zurückgeholt werden oder auch in Europa, weil wir haben ja jetzt auch wieder Abhängigkeiten in Richtung China, was Lieferländer angeht und Solarmodule. Das wäre besser, man würde das auch in Deutschland haben oder in Europa. Das haben wir alles sehenden Auges weggehen lassen. Über 100.000 Beschäftigte sind da verloren gegangen und die müssen wir zurückholen. Das ist jetzt sehr wichtig. Glauben Sie, dass das machbar ist? Glauben Sie an einen Solar 2.0 Boom?
Ja, also ich denke, das ist nicht nur machbar, sondern auch dringend geboten. Und die Wirtschaft, wir leben in einer existierenden, funktionierenden sozialen Marktwirtschaft, die eben auch dann, wenn man die Rahmenbedingungen endlich so schafft, dass auch Solarenergie nachgefragt wird, dass die Menschen das kaufen wollen und nachfragen, dann entsteht ja auch wieder der Markt. Und man kann dann Rahmenbedingungen und sollte man auch so optimieren, dass die Barrieren abgeschafft werden, dass man entsprechend investieren kann. Und dann geht das. Die Arbeitsplätze sind ja verloren gegangen, aber wir können auf jeden Fall welche wieder aufbauen und auch den Markt stärken. Im Moment hängt das alles am seidenen Faden, weil man es so stark verschlechtert hat. Und da müssen wir wieder raus. Und glauben Sie, dass der Ukraine-Krieg endlich den Druck liefert, den die Klimawende mal braucht? Also ich hoffe sehr, dass der Russlandkrieg in der Ukraine auch ein Umdenken, wirklich eine Zeitenwende hervorbringt, was diesen Bereich angeht. Wir wissen sehr lange, dass wir umsteuern müssen in der Energiewende, ausbauen, die erneuerbaren Energien, weggehen von fossiler Energie. Das Ganze nehmen wir uns schon seit über 20 Jahren vor, haben mehr verschleppt als vorwärts gebracht. Und dass man da jetzt gegensteuert und auch versteht, dass die meisten Menschen verstehen, das ist kein Szenario für die Zukunft. Der Klimawandel schreitet unaufhörlich voran. Wir haben Abhängigkeiten, die uns nicht gut tun. Fossile Energien sind hochgradig problematisch, dass wir da wegkommen müssen und viele ja auch mitmachen wollen durch Solarenergiekauf oder Windenergieanlagen sich daran beteiligen. Auch das passiert ja parallel. Die Industrie auch investiert jetzt im großen Stil. Ich denke schon, dass das so ein zumindest einen Aufwachmoment gibt, dass wir schneller werden können und auch sollten. Aber es gibt natürlich noch immer die Beharrungskräfte, die an der Vergangenheit festhalten wollen. Das hatten wir schon in der Diskussion, dass die dann eben auch wieder Zweifel sehen, dass alles nicht geht, dass wir alles ganz anders machen sollen. Die sind nach wie vor da, die halten uns wieder mal auf. Aber wichtig wäre jetzt, dass wir uns davon nicht beirren lassen und wirklich vorwärts gehen und auch endlich für die gesamte Industrie erkennbar wird und auch verstanden wird, dass die Energiewende mehr Chancen bietet als Risiken. Ich habe auch noch mal so eine ökonomische Frage zur DIY-Energiewende. Soll man jetzt wirklich sein Haus versucht umzubauen durch eine Solaranlage? Ist das am Ende vielleicht wirklich so, dass es staatlich nicht gewollt ist, weil dem dadurch ganz viel Geld durch die Lappen geht? Ich meine, wenn ich jetzt Strom kaufe von konventionellen Erzeugern, verdient der Staat ja immer mit durch Steuern. Und sobald ich mich aber dann verselbstständige, geht dem Staat das ja auch irgendwie verloren. Ja, das ist ein Druckmittel, um eben das Teil, also in der Vergangenheit wurde das genutzt, um den Solarausbau zu behindern, damit eben nicht so viel zugebaut wird. Und man hat ja auch noch Steuern erhoben, die da völlig widersinnig sind. Aber man will eben auch, dass man die Kosten, die entstehen, wenn das Netz integriert wird, auch dezentral muss ja da was stattfinden, dass man diese Kosten auch umlegt. Das passiert ja auch aktuell. Aber das Ganze kann man sehr viel einfacher machen. Stichwort Balkonkraftwerke, Balkonsolaranlagen. Anlagen, die jetzt so kompliziert sind, was man einfach vereinfachen könnte, auch durch die Verfahren und dann trotz von Abgaben und Umlagen, dass sich das trotzdem sehr lohnt, aufgrund der jetzt explodierenden Preise an der Börse und dann den Strompreisen, die jetzt sehr stark steigen werden. Das wird jeder verstehen, sodass es jetzt darum gehen muss, dass vor allen Dingen diese Barrieren abgeschafft werden. Und ich denke, das hat man auch im Wirtschaftsministerium zumindest verstanden, dass das passieren muss und ist da auch willens, das umzusetzen. Aber klar, spielen hier immer Interessen eine Rolle und die waren in der Vergangenheit sehr stark. Und der Strompreis steigt weiter, obwohl der Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix auch ansteigt. Wann gibt es endlich mal die Strompreiswende sozusagen? Ja, man zahlt jetzt den Preis der verschleppten Energiewende, weil wir eben so viele Kostenkomponenten haben, die das behindern und diese gesunkenen Preise, die wir haben an der Börse durch die erneuerbaren Energien eben nicht weitergegeben werden, durch komplizierte Berechnungsverfahren, durch unnötige Abgaben und Umlagen. Da steuert man jetzt ja auch gegen teilweise, dass man den Strompreis verbilligen will. Aber derzeit machen die fossilen Energien die Strompreise extrem teuer. Der Kohlepreis steigt, die CO2-Preise steigen. Wir haben einen zu hohen Anteil von Kohlestrom. Das verteuert im Moment den Strompreis massiv. Wir haben Spekulationen auch noch an der Börse. Erneuerbare Energien wirken preissenkend. Und in dem Moment, wo ich auch eine eigene Anlage habe, meinen Strom selber produziere, bin ich da immer auf der Kostenseite, auf der sicheren Seite. Aber selbst wenn ich auch kaufe, auch Ökostrom kaufe, in dem Moment, wo wir wirklich mehr Ökostrom endlich im System haben, und das auch nicht unnötig aufblähen mit anderen
anderen Kostenkomponenten, dann wird es auf jeden Fall billiger, weil erneuerbare Energien in der Produktion, also die Produktionskosten, die Systemkosten sehr viel niedriger sind als die des konventionellen Energiesystems. Aber da sind wir noch nicht. Das dauert eben noch Jahre und hoffentlich geht es schneller, dass wir die erneuerbaren Energien auch schneller ausbauen. Und was sagen Sie als Wirtschaftsexpertin zur Abschaffung der EEG-Umlage? Ja, wir sehen das teilweise kritisch. Es ist natürlich sinnvoll, dass der Strompreis sinken soll. Das könnte man auch über die Senkung der Stromsteuer beispielsweise. Aber in dem Moment jetzt, wo wir es über den Staatshaushalt finanzieren, muss es über die EU genehmigt werden. Es ist Beihilfe genehmigungspflichtig. Das dauert wieder. Das hindert uns im Moment wieder im Prozess. Und es droht eben auch bei der nächsten Regierung dann unterzugehen in dem allgemeinen Haushalts, in den allgemeinen Haushaltskämpfen, die wir in der Vergangenheit so nicht brauchten. Und da sehen wir es mit zwei unterschiedlichen Augen. Also einerseits ist es sinnvoll, dass der Strompreis sinkt. Das kann er aber auch, wenn die Ökostromanteile deutlich ansteigen. Andererseits ist es wichtig, dass man jetzt auch wegkommt eben von der sehr starken Subventionierung, sondern da auch auf einheitliche Prämienmodelle kommt oder andere Systeme, die das dann vereinheitlichen und die gesunkenen, die Preissenkungsfaktoren auch wirklich bei allen Haushalten ankommen. Was heißt eigentlich Beihilfe genehmigungspflichtig? Das bedeutet, dass man in Europa es ausschließen muss, dass es eine Beihilfe gibt. Das hat wettbewerbstheoretische Gründe, dass man eben nicht einzelne Bereiche unterschiedlich unterstützt und dadurch einen Markt- und Wettbewerbsvorteil gibt. Deswegen muss man es ausschließen, dass es eine Beihilfe ist, die dann eben eine Wettbewerbsverzerrung nach sich zieht. Und das wird geprüft. Das wurde in der Vergangenheit auch bei der EEG-Umlage immer geprüft und es wurde immer ausgeschlossen. Aber jetzt muss es eben über den Staatshaushalt, weil es jetzt über die Staatsgelder finanziert wird, nochmal extra genehmigt werden. Und dieser Prozess dauert eben eine ganze Weile. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Ebenso. Ja, tschüss. Tschüss.